Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay auf diesem Kanal. Wir schauen mal mit dem Lull zu gegen den Endosa. Beide recht hoch. Lull müsste so Rang 5 sein, Endosa irgendwo da drunter wahrscheinlich. Und wir gucken uns einfach mal an, was die beiden spielen. Also Lull hat Quick Supply, Endosa hat Supply. Und hier können wir jetzt die Fangstrategie von Lull sehen. Hat jetzt wieder auch Reichweite direkt in der ersten Runde ausgegeben. Da bin ich mal gespannt, ob er damit erfolgreich ist gegen Endosa. Die erste Runde sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Bisschen eine Timing-Frage alles. Beide noch relativ viel Crawler, die schnell einen Debuff holen werden. Es sollte eigentlich an Endosa gehen, die erste Runde. Außer irgendwas ganz Verrücktes passiert. Zum Beispiel, dass die Banks aber ganz schnell einen Debuff holen. Und die Stormcrawler in Debuff 4 verhindern, weil sie auf die Crawler perfekt drauf schießen. Ja. Sag ja. Aber jetzt werden die Panther den Debuff holen. Und mit dem Debuff drauf können die Fangs sich absolut gar nicht wehren gegen die Sledgehammer. Und sterben jetzt wahrscheinlich einfach alle. Aber es wird eine sehr knappe Runde auf jeden Fall. Wahrscheinlich gewinnt Lul die trotzdem noch mehr. Mal wieder tun. Die Stormcaller haben in dem Fall für die Fangs sogar ein bisschen getankt. Strike Specialist. Beiden Seiten. Er gibt direkt das zweite Upgrade. Punkt. Also das stelle ich jetzt echt in Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich lohnt. Also okay, er hatte noch Geld, um das eine Einheit zu kaufen anscheinend. Es kommen die Sledgehammer gegen die Fangs. Sollte ja eigentlich ein guter Crawl sein. Crawler werden halt relativ schnell aber wegsterben, denke ich. Zumindest so lange tanken wahrscheinlich, bis die Sledgehammer in Reichweite sind. Die Fangs. Also mal gucken, wie gut es klappt. Der wird wahrscheinlich Debuff holen, ne? Und ich schätze sogar fast einen Ticken vor dem Crawl. Ja, wobei, mal gucken. Vielleicht doch nicht. Okay, der meint er nicht, weil hier noch die Crawler da sind. Also wird die Crawler besiegen aufgrund der beiden Upgrades, keine Frage. Aber die werden die Debuff zuerst holen, weil die Banks hier oben abgelenkt wurden. Ich denke aber auch ohne die Flanke hätte er jetzt gewonnen gehabt. Macht das nur noch mal deutlicher. Ah, das war jetzt für Endosa schlecht, dass er den Debuff zuerst holt, aber ich meine, es leben halt auch nicht mehr viele Fangs und da ist fast egal. Wenn ich es richtig gesehen habe, two-shotten die Sledgehammer die Fangs immer noch. Nein, nicht ganz. Auf jeden Fall schnell genug. Und die war eh ausgelaufen und damit geht die Runde an den Dosa. Ja, Lull braucht eine Frontline. Entschuldigung fürs Gehen gerade. Das ist schon so spät hier. Ich komme gerade vom Sport, da werde ich nicht wache. Er entscheidet jetzt für Hacker. Na gut, die Crawler werden relativ fix down gehen, gell? Der Hacker ist aber sehr, sehr, sehr gefährdet.
Was ich mal was Satelliten angeht. Aber ich gebe da bei eh nächste Runde dann die Schilde aus, dann ist egal. Und wir sehen, also Hacker hat jetzt funktioniert auf jeden Fall. Crawler hinten in der Flanke, aber auch. Und hier oben hat er mit Sledgehammer die Flanke verteidigt. Also wir eine Runde für Endosa. Ich bin auch nach wie vor kein großer Fan von dieser Fang-Strategie. Und er scheint auch das so zu sehen, dass die Sledgehammer hier die richtige Antwort sind. Weil er hat jetzt hier, genau, er geht jetzt auf die Sledgehammer direkt ein. Das ist, finde ich jetzt, also die Runde wird jetzt nicht funktionieren, glaube ich. Der stirbt einfach direkt, ne? Beim Spawn. Na, vielleicht wird er noch fertig, mal gucken. Bei 3700 HP, die machen 815, 51 Schaden. Mal gespannt. Stormcaller mit Sicherheit eine gute Idee. Eine Dose. Weil ja auch, was ich vorgeschlagen habe, ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht einen Ticken zu weit vorne stehen, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazu kommt. Könnte sein, dass er da welche an den Fangs verliert. Hat natürlich aber auch den Vorteil, dass die Fangs sich gar nicht großartig aus den Raketen rausbewegen. Ihr Schild kommt. Wir schießen die Fangs direkt aufs Schild, werden direkt von den Raketen getroffen, denke ich. Ja, genau, wurde instant gekillt. Ja, spannend. Ich glaube, das geht an den Dosa. Ja. Guten Sledgehammer. Ein Dosa spielt halt auch genau die richtigen Konter gegen Fangs, wobei Lull, ich finde, diesmal auch nicht so mega smart gespielt hat. Ich meine, die Hacker waren offensichtlich ein Fehler, ne, weil die funktionieren halt gar nicht gescheit. So, jetzt kommt das, was er eigentlich sonst immer spielt. Ich glaube aber fast, dass es eher zu spät kommt, aber wir gucken es mal an. Denke, dass diese Fangstrategie halt auch viel davon lebt, dass die Fangs leveln und dann halt wirklich einfach stark werden irgendwann. Der ist irgendwas gelevelt mit dem noch nicht, ne? Eigentlich ein Level 2 Rhino wäre, glaube ich, schon sehr strong, denke ich. Hier mit den Stormcallern sollte es eigentlich geregelt sein, die Geschichte. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, als ob das hier komplett instant alles stirbt. Die Stormcaller one-shotten ja das Schild von dem und dann killen den wahrscheinlich auch noch direkt mit. Dass man die 4x900, also 4000, 16000 Schaden fast, also das soll 15000 Schaden sein. Das Schild hat. Na gut, sie one-shotten es nicht. Aber trotzdem, das wird sehr schnell gehen. Der Flanke rechne ich nach wie vor keine große Chance aus. Man sieht auch, die Panther machen sehr viel Schaden. Ja, genau. Schilde sind halt auch mal eine sehr gute Antwort gegen Hacker und Schilde auch eine gute Antwort gegen Fangs. Natürlich auch Investment, keine Frage. Aber Stormcaller sind halt auch einfach die perfekte Antwort gegen Hacker, ne? Keine Frage. Aber hier, Run in der Flanke habe ich gar nicht gesehen gehabt. Oder kam das der Flanke? Ich denke schon, ne? Aus der Front, von der Front gekommen wäre, hätte nicht viel Leben übrig. Aber der wird die Endosa-Units jetzt auch nicht noch killen. Und damit soll es einfach GG sein, oder? Reicht.
Vielleicht noch nicht ganz. Ja, noch nicht ganz. Also letzte Runde für Lul, das irgendwie zu regeln. Bombard mitgenommen. In den beiden Schilden weiß er ja eigentlich, ne? Launcher Overload. Okay. Kann er sich auch leisten, weil er halt weiß, also aktuell hat der Gegner halt keine hohe Reichweite. 120 ist das Maximale. Dass die Stormcaller outrangen die immer noch. Aktuell habe ich das Launcher Overload gar nicht dabei, weil ich lieber das mehr Schaden dabei haben möchte. Ja. In dem Fall ist es wahrscheinlich ein sehr gutes Upgrade. Keine Frage. Gibt nichts auf dem Feld, was das nicht rechtfertigen würde. Die Rhinos muss halt noch irgendwie loswerden. Ich auch ein bisschen wundere, dass sie den Rhino da oben gar nicht gelevelt hat. Hat vielleicht einfach diese Runde nicht ganz mit reingepasst. Hier auch sehr, sehr strong. Level 2 Stormcaller mit Launch Overload und einem 200% Damage Item. Das heißt, man dreimal so viel Schaden. Wenn er noch doppelt so schnell schießt, macht er sozusagen 6-mal so viel Schaden wie ein normaler Level 2. Der ist schon echt richtig mies. Er hat eigentlich den Debuff drauf bekommen. Ich meine, die killen auch mit Debuff den Hacker einfach, ne? Kein Problem. Ja, und wir sehen, dass es ganz gut funktioniert für Endosa trotz Debuff. Damit das Ganze durch. Gut Game. Endosa gewinnt das. Und also ich behaupte mal, dass Lulis hier einfach mal was ausprobiert hat. Das sieht nicht nach seinem A-Game aus. Ja. Nee, gefällt mir. Also ich glaube, das Launcher Overload war echt ein großer Faktor im Spiel, weil es einfach wahrscheinlich die Rhinos auch gut gekillt hat. Ansonsten hat er nicht viel Single-Target-Damage dabei, ne? Die zwei Marksmen werden jetzt die ganzen Rhinos nicht gekontert haben. Also muss es eigentlich die Adler gewesen sein, weil die Sledgehammer waren es mit Sicherheit nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt statt Launcher Overload habe ich dabei, dass ich mehr Schaden mache, ne? 100% mehr Schaden, dafür halt 12% weniger Attack Rate. Das heißt, vom reinen DPS-Wert her ist Launcher Overload das Beste, was man machen kann bei Stormcaller. Man verliert halt Reichweite und gewinnt dafür Movement Speed. Ich glaube, Movement Speed war jetzt an dem Spiel kein Faktor, aber die Reichweite halt aber auch nicht. Und daher war es das beste Upgrade, was es gibt für die Stormcaller, für diese Situation. Und diese Fang-Strategie hat er auch extrem verbessert. Also ich habe das schon von ihm gesehen, die Fang-Strategie, da hat er viel, viel mehr auf Fangs gesetzt. Hier war sie noch relativ human. Ich denke halt, dass das die Reichweite in der ersten Runde finde ich schwierig, weil das Reichweiten-Upgrade kostet 300. In der ersten Runde, trotz Quicksupply, hat er nur 400 gehabt. Aber er hat direkt was verkauft. Ne? Okay, nee, warte, das heißt, er konnte was verkaufen, hatte dadurch einen Plus von 100. Ich weiß gerade gar nicht, was er hatte. Und konnte so mit 300 fürs Upgrade ausgeben, hat immer noch 200, um zwei weitere Fangs zu enden. Aber ja, ich bin eh nicht so erfreut von diesem, ich verkaufe die Einheiten direkt in der ersten Runde. Ist halt aber dieses Strategie durchziehen. Ne? Das Problem ist, wenn der Gegner halt die Strategie erkennt und dann erkennt und erkennt, dann hat man halt ein Riesenproblem. Ne?
Hier, die Kombination mit den Hackern habe ich noch nicht gesehen. Hat aber auch nicht wirklich funktioniert, muss man sagen. Ne? Dann kam die Stormcaller und dann waren die echt gut gekontert. Kamen wiederum die Rhinos, die die Stormcaller aber dann im Endeffekt auch abgekillt haben, weil er halt einfach Launcher Overload ausgegeben hat. Also muss man schon sagen, hat er einfach einen kühlen Kopf bewahrt und ist gut abgewehrt. Auch wenn Null versucht, ein bisschen einzuschnüren. Auch hier die Crawler-Flanken. Die haben ja auch quasi zwei Runden gewonnen, weil die einmal rechts, einmal links den Debuff geholt haben. Von daher, ja, ich glaube, es gibt nicht viel mehr zu sehen. Zu sehen, sage ich schon. Zu sagen, meine ich. Ich sag in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.